Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es rund um meine Tomaten, letztendlich auch um eure Tomaten. Ich werde überall mal rumgehen und zeigen, was ich generell mit meinen Tomaten so mache. Ich werde euch einiges dazu erzählen und als Krönung zeige ich euch natürlich auch noch, wie man Tomatensaat gut selber gewinnen kann. Ich habe eine ganz einfache Methode gefunden und das muss ich euch unbedingt zeigen. Also bleibt dran! Wer meinen Garten noch nicht kennt und im Ganzen sehen möchte, ich habe gerade ein Update gebracht zu meinem Garten. Anfang August einen kompletten Gartenrundgang. Also für alle, die neu sind, schaut euch mal um bei mir. Das letzte Video werde ich mal oben rechts verlinken. Ansonsten zum Thema Saatgut habe ich letztes Jahr schon was für Rucola gemacht und für den Salat, wie man da Saatgut gewinnt, werde ich euch auch mal oben einblenden. So, und wo fangen wir an? Wir gehen jetzt einmal rum, da wo sich Arbeit findet, nehme ich euch mit. Ich werde euch das Ausgeizen zeigen, generell wie ich mit den Pflanzen umgehe, wie ich das schneide, wie ich das handhabe. Und ich werde euch natürlich auch zeigen, wie ich mit Braunfäule umgehe, damit ihr auch wisst, was ihr tun könnt im nächsten Jahr. Ich werde natürlich nächstes Jahr das alles nochmal aufgreifen, gar keine Frage. Aber jetzt fürs Hier und Jetzt möchte ich meine Erfahrung mit euch teilen. Also es geht los, kommt mit! Ich befinde mich jetzt bei dem Beet, in dem es verschiedene Tomatensorten gibt, von klein bis große Fleischtomaten, alles dabei. Und hier neben mir ist die erste Fleischtomate und da habe ich einiges zu erzählen. Hier habe ich schon richtig schöne Fleischtomaten. Welche Sorte das ist, weiß ich leider nicht, das wird sich noch zeigen. Aber es sieht auf jeden Fall nach einer Ochsenherztomate aus. Oh, und ihr könnt jetzt mit mir quasi erkennen, hier unten bildet sich Braunfäule. Also, was mache ich mit der Tomate? So schade es drum ist, ich finde es nicht schlimm, als er im Gartenkreislauf wieder landet. Aber diese Tomate kommt ab. Braunfäule nicht gut. Ne? Hier, da könnt ihr das nochmal sehen. Hier fängt es gerade an. Bei der Tomate ist nichts zu sehen. Die lassen wir dran. Aber dadurch, dass die halt so ein bisschen runterhängt, hat sie direkten Kontakt mit dem Boden und wenn der Boden feucht ist, ist natürlich auch Gefahr für Braunfäule. Die lag auch zwischendurch auf, hatte jetzt zuletzt Luft. Dennoch, Braunfäule, ich entferne das. Ich habe schon Tomaten nachreifen lassen, auch wo es so wenig war. Das wird immer mehr auch beim Nachreifen und verändert auch den Geschmack und es schmeckt dann auch nicht mehr so lecker. Also ich rate euch davon ab, die nachreifen zu lassen und dann irgendwie noch Teile zu essen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das mit der Braunfäule an sich nicht so im Sinne der Natur ist, dass wir das durch unseren Darmtrakt führen. Die Tomaten sehen super aus. Deswegen, die kriegen jetzt auch mehr Kraft dadurch, dass eine Tomate fehlt. Hier unten seht ihr keine Blätter. Die Blätter habe ich alle entfernt. Aber natürlich ausschlaggebend war dafür, dass hier oben auch neue Blätter sind. Hier könnt ihr das sehen. Das heißt, die Pflanze kriegt natürlich genug Licht auf die Blätter, um die Kräfte natürlich nachher in die Tomaten zu stecken. Also hier läuft alles rund. Eine weniger macht nichts. Für mich ist das wichtig dieses Jahr, dass ich jede Tomate einmal probieren kann. Natürlich auch davon gut habe, gar keine Frage. Aber für mich ist das jetzt nicht schlimm, wenn irgendwas weniger ist, als ich mir das vorgestellt habe. Ich brauche eine Tomate zum Testen und zum Saatgut gewinnen genug. Das ist ja von Tomate zu Tomate unterschiedlich. Es gibt Tomaten mit vielen Kernen, dann wieder welche mit wenigen. Beispiel Green Zevra hat zum Beispiel wenig Kerne, die zeige ich euch bestimmt auch nochmal. Und ein bis zwei Tomaten mehr braucht man nicht, dann rette ich die Sorte ins nächste Jahr. Gleiches Bild direkt daneben, das ist die Cream Sausage Tomate und da gab es natürlich auch Braunfäule, die Blätter habe ich weggemacht, die Braunfäule Tomaten auch, aber wie ihr sehen könnt, da hängt noch genug, da werde ich noch ordentlich Ernte haben. Direkt dahinter ist auch noch eine Cream Sausage und ganz links hier habe ich auch eine. Diese Tomate, die kommt von hinten nach vorne gewachsen und da möchte ich euch zeigen, wie ich generell vorgehe, wegen Ausgeizen und so weiter. Die ist jetzt hier schon einmal gegabelt, das ist schon ein Geiztrieb, den ich nicht ausgegeizt habe. Das werde ich beobachten, wie es der ganzen Pflanze geht, dass genug Kräfte in die vorhandenen Tomaten läuft. Aber im Moment sieht das so aus, als ob ich das so lassen kann. Achte natürlich darauf, dass keine neuen Triebe rauskommen. Das sind ja Blätter. Hier zwischen findet ihr die Geiztriebe, für alle, die das nicht kennen. Hier könnt ihr das auch deutlich erkennen. Hier haben wir ein Blatt, ne, das hier. Das ist der eigentliche Stamm, so nenne ich das mal. Und hier zwischen ist wieder ein Geiztrieb, der kommt raus. So sieht das aus. In groß.
Ihr könnt im Frühjahr, wenn ihr mal so Geiztriebe habt, die könnt ihr in den Boden stecken und könnt neue Pflanzen daraus ziehen. Ich werde auch nächstes Jahr das mal probieren, mir die Arbeit mit dem Saatgut zu sparen und nachher durchs Ausgeizen neue Pflanzen zu gewinnen. Ich denke, das ist vom Sinn her effektiver, aber das wird mir nächstes Jahr zeigen, wenn ich das halt erst ausprobiere. Dann gibt es noch Tomaten mit diesen riesen Rispen. Davon habe ich ja schon einiges. Ich kann euch empfehlen, die Pflanzen mögen natürlich unten rum ein bisschen Luft, wenn sie größer werden. Kann man von unten dann die ganzen Blätter wegnehmen. Da seht ihr das so auch wie an den anderen Pflanzen. Und naja, das ist natürlich ein Beispiel, wo die Rispe unten auch ins Feuchte kommt. Und da gibt es natürlich Anzeichen von den einzelnen Tomaten, die da etwas tiefer hängen oder die eine oder andere, die das einfach nicht ab kann. Und wird natürlich braun und kriegt Braunfäule, da müsst ihr drauf achten. Aber wenn so die ersten oder die Hälfte oder so gelb in Richtung gelb geht, könnt ihr die abmachen. Könnt ihr aufhängen und die reifen auch wunderbar nach. Also hier, das ist ein super Beispiel. Hier habe ich schon so viele Tomaten abgepflückt, gut zum Zwischendurchsnacken. Das ist auf jeden Fall eine Tomate, die Golden Currant. Und die habe ich auch schon Zaungästen angeboten. Bisher fanden sie alle lecker. Meine Empfehlung. Dieses Seilsystem möchte ich auch nicht mehr missen, mit Gegengewicht. Wenn es regnet, entsprechend saugt sich der Stein voll Wasser. Und bei einer schweren Tomatenpflanze ist das dann der automatische Ausgleich. Ja, ansonsten habe ich das hier unten rumgewickelt, so wie ihr das kennt. Dass es stabil ist und achte natürlich auch hier überall drauf, dass Geiztriebe rauskommen, Schrägstrich. Die Braunfäuleblätter wegkommen oder auch Braunfäule-Tomaten. Jetzt habe ich am Gartenzaun den Thomas da. Thomas ist nicht nur ein Koloniennachbar, sondern auch mein Nachbar da, wo ich in der Innenstadt wohne. Von ihm habe ich ganz viel gelernt. Er aber auch schon von mir, auch wenn er das nicht zugeben mag. Die eine oder andere Minute verbringe ich dann auch bei ihm, wenn er mich dann zum Tee trinken eingeladen hat. So wie der Momo drüben, obwohl das dieses Jahr echt zu kurz gekommen ist. Aber es war ja auch eine Menge los. Ich hatte viel vor und privat auch viel um die Ohren. Und gesundheitlich ist es bei mir auch nicht immer allglatt, sag ich mal. Aber ich habe ein gutes Jahr bisher und Laberababa, wir gehen mal weiter zu den Tomaten. Und ich habe erzählt, vergesst das nicht, am Ende des Videos gibt es noch die Saatgutgewinnung. Ganz einfach, wie ihr das machen könnt. Ich mache das gerade so, ich bin eigentlich da eher faul, würde ich sagen, weil das so eine filigrane Arbeit sein kann. Aber ich habe einen Weg gefunden, wie das ganz toll ist. Aber wie gesagt, das zeige ich euch dann gleich. So, weiter in den Tomaten. Und bei, ja, sich eindrehenden Blättern braucht ihr keine Sorgen haben. Das können verschiedene Symptome sein. Das kann sein, dass ein Licht, das unten eine Maus an den Wurzeln knabbert. Es kann sein, dass das überwässert wurde. Es kann aber auch überhaupt nichts los sein. Also macht euch keinen Kummer, wenn die sich so eindrehen, ist alles cool. Hier seht ihr ein wunderbares Beispiel dafür, dass man Tomatenpflanzen auch ganz anders behandeln kann. Ich habe sie komplett wild wachsen lassen in meinem Naturzaunhochbeet. Wer das noch nicht kennt, ich werde euch das mal oben rechts verlinken, wie das Ding hier zustande kam. Aber hier sind überall... Hier, ihr könnt schon sehen, was da alles dran hängt. Könnt ihr wunderbar entdecken. Da hängen Tomaten. Also selbst so wild kommt das wunderbar. Die kriegen gar nicht so viel Sonne wie die anderen, aber sie werden trotzdem gelb. Das ist übrigens die Sunweaver, die vor dem Kohlweißlüngen schützen soll. Was da dran ist, ist nochmal eine andere Geschichte. Das sind übrigens so Geschichten, die mache ich bei allen anderen Tomaten dann auch ab. Hier achte ich jetzt nicht so drauf. Wie gesagt, ich wollte das wild wachsen lassen, aber die macht sich gut. Die macht, ist geschützt durch andere Pflanzen. Ja, guckt die Kapuzinerkresse durch. Die macht sich hier auf dem Weg. Ja, das hier ist Weide. Hier ist auch ein ganzes Ding, was ab kann, sehe ich gerade. Also, ne, sowas könnt ihr auf jeden Fall abzwacken. Wenn eine Tomatenpflanze kaum noch Blätter hat, die kann sich tatsächlich noch erholen. Ich habe da auch positive Erfahrungen mitgemacht. Dann lasst ihr ein paar grüne Blättchen, besser als nichts. Und wenn sich dann neue bilden, dann könnt ihr da irgendwann die Dinger auch wegnehmen, damit sich die Braunfäule nicht weiter ausbildet. Wobei man sagen muss, das sind hier dann auch Verwelkungserscheinungen. Aber Braunfäule, früher oder später kriegen alle Tomatenpflanzen Braunfäule. Also habt kein Kummer mit Braunfäule. Ich finde, das ist ganz einfach zu bewerkstelligen. In meinem letzten Video habe ich erzählt, dass wir wochenlang Regen und Sturm hatten. Und alles, was ich euch jetzt zeige, sind die Tomaten aus dieser Zeit. Ohne Wespe, ich muss aufpassen. Ja, und ich bin jetzt bei meinen Tomaten angekommen, die am meisten gelitten haben, beziehungsweise die von mir am wenigsten gepflegt wurden oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Ja, die Tomaten waren ganz doll befallen von Braunfäule. Ich habe auch super viel Richtung Kompost gebracht. Wie gesagt, lasst die nicht ausreifen, es lohnt sich nicht. Also bei den Sorten, wo ich es probiert habe, haben alle nicht mehr geschmeckt. Also und so ein komischer Beigeschmack. Ich habe eine sehr sensible Zunge und von daher
hört da ruhig auf mich. Das sagt mir mein Gefühl, dass es einfach nicht gut sein kann, wenn man die trotzdem isst. Ansonsten bin ich immer dafür, auch bei Äpfeln, wenn es eine Stelle gibt oder ein Wurm drin ist, da kann man das alles rausschneiden und dann kann man am Ende immer noch genug vom Apfel essen. Aber bei der Tomate sehe ich das anders. Da haben wir die Green Zevra hängen, die turkmenische, da hinten die Czerny Prinz und ganz links nichts hängen, aber da ist die Berner Rose. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste das auch eine alte Sorte sein. So, und hier erkennt ihr auch ganz deutlich, hier könnt ihr es wunderbar sehen, da ist Braunfäule dran. Ne, hier auch überall, es knistert und knastert schon. Und hier könnt ihr auch sehen, da ist noch wieder ein neuer Trieb, der kann weg. Da haben wir natürlich Braunfäule am Stamm, aber ich habe bei anderen Pflanzen mitgekriegt, da ist es nicht ganz so schlimm. Klar, verbreitet sich trotzdem, aber solange man die Tomaten weghält von der Braunfäule, ja, werden die was und halten sich davon fern. Also das kann man alles in den Griff kriegen, ein bisschen kontrollieren. Das sehe ich bei all meinen Pflanzengarten, war es nichts anderes. Alles, was Braunfäule betraf, weg und die Pflanzen erholen sich und das kommt alles noch. So, der ist weg. Hier die Blätter, könnt ihr auch sehen, das ist dann einmal da, sowas nehme ich weg. Das wäre jetzt ein gesundes Blatt. Übrigens müsst ihr ein bisschen mit Braunfäule aufpassen, dass ihr das nicht zu sehr auf die Blätter und auf die gesunden Sachen verteilt. Ich habe bisher noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich bin immer vorsichtig und bleibe an den Blättern selber, die krank sind. Jetzt war es gerade mal eine Ausnahme, aber wenn ihr das so ein bisschen beherzigt, da könnt ihr das sehen, da ist auch Braunfäule, deswegen weg. So handhabe ich das, da ist es gesundes Blatt. Hier unten auch wieder. Ach, da habe ich eine Stelle gesehen. Hier ist ein wunderbarer Cut. Weg damit. So, ne? Da ist nichts Gesundes mehr dran. Ein Blatt, okay, das habe ich euch gerade gezeigt. Aber der Rest sieht nicht so gut aus. Ist überall was dran. Damit ihr seht, wovon ich rede, lasst ein bisschen was dran. Also oben sind richtig tolle, gesunde Blätter. Aber nach unten die schlechten, die werde ich jetzt abnehmen, damit die Pflanze alles ins Gesunde steckt und auch in die Reifeprozesse der Tomaten, da wo es halt nicht hin soll, dass man das wegnimmt und der Pflanze den Energieaufwand erspart. Auch hier ein gesundes Blatt, ein krankes Blatt. Hier ist das so, ne? Zack, weg. Hier ist ein krankes. Da passe ich dann auch schon auf. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Guck mal, das Blatt weg. So. Ich habe jetzt gerade nichts anderes da, mein Taschenmesser ist zu Hause. Ihr könnt natürlich eine Variante kleiner nehmen. Da oben das Blatt sieht gut aus, das auch. Zack, weg. Sieht nach Sisyphus-Arbeit aus, aber ich, wenn man da einmal drin ist, so ein bisschen, dann geht das super, super schnell. Auch hier das Blatt krank, das ist auch krank. Dann kann man hier einmal durch. Ja, und dann könnt ihr ja vielleicht erkennen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann auf der Kamera. Da oben ist Braunfäule, das sind so Sachen, die ich dann beobachte. Hier unten haben wir noch Teile, die nicht gut aussehen. Da, das kann weg. Da. Also so könnt ihr vorgehen, wenn ihr nicht genug Blätter habt. So viele sind hier nicht dran, aber ne, definitiv genug. Deswegen, ihr könnt auch rabiat sein. Hier ist wieder ein Geiztrieb. Bei dem Ding bin ich jetzt mal rabiater, weil auf der anderen Seite hängt genug. Guck, ein bisschen Luft für die Pflanze ist immer gut. Das knappe ich hier noch weg und dann gibt es hier auch einen Cut. So. Es geht fix und einfach, wenn man erstmal verstanden hat, wie das funktioniert, dann ist man da ratzfatz auch durch mit den Pflanzen. Und ich sage euch, wenn man ein bisschen Verbindung zur Natur hat und da auch aufgeht und sich das nicht als was Schlechtes im Kopf meißelt, sondern ich habe da persönlich super Freude dran zu sehen, ich meinen Pflanzen was Gutes tun kann. Zwischendurch gucke ich zu meinen Pflanzen, das lenkt mich gerade ab, lenke ich mich mal wieder selber. Das kann auch eine schöne Aufgabe sein. Ich persönlich habe sogar beim Unkraut jeden in meinen Beeten größtenteils auch Spaß. Es gibt natürlich Tage, da hat man gar keine Lust, aber ich finde, das gehört irgendwie dazu und ich sehe das als was Positives. Muss man nicht immer als Arbeit ansehen. Immer wenn man den Dingen Worten und Bedeutung gibt, dann werden sie natürlich auch in der Richtung ja, sich auswirken, dass man das natürlich als schwer und als Arbeit und so weiter ansieht. Ich sehe es ganz positiv. Ich kann meinen kranken Pflanzen helfen, zu gesunden und noch prächtig zu werden. Das hat sich in vielen Teilen des Gartens schon gezeigt. Und wie gesagt, ein paar Wochen Regen und Sturm, ganz wenig, ganz selten mal Sonne gehabt, vielleicht mal einen Tag in der Woche oder so, ich weiß es nicht. Gefühlt war es aber super, super viel Regen und der Sturm war auch echt heftig hier oben bei uns. Wir sind ja direkt an der Küste, wir kriegen das richtig ab. Aber dennoch, für so ein Wetter, die Tomaten sehen top aus, ja. Man kann sich echt nicht beklagen. Ach, der Tim kommt gerade. Hallo Tim! Hallo Lars.
Neuen Nachbarn habe ich euch noch nicht vorgestellt, aber im letzten Video schon angesprochen, dass ich einen neuen Nachbarn hier gekriegt habe, einen Nebenpächter. Ja, das war's von hier. Eins möchte ich euch noch erzählen zum Bodenleben. So, jetzt hatte ich eine kurze Begegnung mit Tim, von dem ich gerade gesprochen habe, dem neuen Pächter. Jetzt geht es aber weiter in Sachen Tomaten. Das hier ist die Czerny Prinz. Eine Tomate, die sehr lecker schmecken soll. Ja, die wollte ich euch nicht vorenthalten, weil die reift gerade. Die wird irgendwann die nächsten Tage geerntet und verspeist. Beziehungsweise ein Teil zur Saatgutgewinnung. Das ist ja meine einzige Tomate. So, aber ich will euch noch was hier unten erzählen. Ich habe das ganze Ding ja mit Erde, mit Kompost, mit allem Möglichen vorher angelegt, also diese vier Einzelnen, also es sind ja Einzelne hier so, aber spielt keine Rolle, ob Einzelne oder nicht. Dennoch ist es bei den Tomaten so, dass der Vergleich gemulchtes Beet im Vergleich zum Beet mit Kompost besser funktioniert für die Tomaten, wenn man da so eine 10 cm Schicht Mulchmaterial drauf macht, als der Kompost selber. Ich habe euch ja schon von dem Herwig Pommeresche erzählt, Leben bringt Lebenprinzip, der hat Küchengartenkreisläufe, alles in einem, ein Rutsch und bestimmte Methoden, wie man seine Beete zu richtig geilen Humusfären umwandelt, da gibt es auch ein Buch zu. Dennoch, ich habe eine Kooperation mit Willi und Miri laufen, die haben schon zwei Videos rausgebracht, bei mir dauert es noch ein bisschen, ich kam noch nicht dazu, aber da werden noch Videos folgen und dann werde ich euch zählen, wie ein Mann super erfolgreich mit der Permakultur angebaut hat, sich selbst versorgt hat und der hat jede Menge Wissen mit uns geteilt und gerade Willi, Miri und ich, wir finden, das sollten viel mehr Leute wissen. Auch die Waldgeister sind dabei und drauf gestoßen und haben jetzt gerade auch einen Podcast in dem letzten, den werde ich mal oben rechts verlinken, sind genau auf das Thema eingegangen. Beispiel, er hat aus einem Quadratmeter Beet 18 Kilogramm Zwiebeln rausgeholt. Das soll mal einer da draußen nachmachen, würde ich sagen. Er kann es auf jeden Fall. Er weiß, wie es geht. Er müsste jetzt 80, 90 Jahre sein. Er ist selber nicht mehr so im Rampenlicht. Ist aber schon jemand, der bekannt ist in Permakulturkreisen. Für die meisten auf jeden Fall. Und der hat richtig geiles Wissen angesammelt. Viele Jahrzehnte Erfolg mit diesem Anbau gehabt. Und von ihm kommt dieser Tipp mit Kompost-Mulchen. Und mit Mulchen ist er besser gefahren. Das erklären die übrigens auch da in diesem Videopodcast. Das war jetzt alles, was ich euch aus dem Garten zeigen konnte. Ich habe euch das ausgeizt gezeigt, wie gehe ich mit Mulchen und so weiter um. Ich habe euch gezeigt, wie ich mit Braunfäule umgehe, an den Tomaten, an den Blättern, an der Pflanze selber. Ich habe euch gezeigt, dass ich das auf verschiedene Arten mache, generell eintriebig, es gibt zweitriebige, es gibt natürlich auch Buschtomaten, die lässt man komplett in Ruhe. Ja, und dann habe ich natürlich noch Wildwachsende, wie die Sunweaver, die ich euch gezeigt habe. Also ihr könnt für euch letztendlich herausfinden, was ihr gerne mögt, von optisch bis kratzt mich alles nicht, ist ja irgendwie alles dabei. Also von daher, macht einfach, probiert aus, lasst der Tomate von unten genug Luft. Das habe ich gemerkt, das tut ihr auf jeden Fall gut. Wenn unten Tomaten sind oder andere Tomaten, Rispen, die ihr abnehmen müsst, wo noch Tomaten dran sind, dann könnt ihr die wunderbar irgendwo aufhängen und nachreifen lassen. Könnt ihr auch zu Hause machen. Mit dem Apfel soll das gut klappen, ob da was dran ist. Habe ich letztes Jahr probiert. Ich glaube, das hat funktioniert. Das kann ich mal hundertprozentig sagen. Aber wenn das wer weiß, schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Ich habe euch ja noch versprochen, die Saatgutgewinnung zu zeigen, wie ich das mache. Das findet bei mir zu Hause statt. Also ab zu mir. Alles, was ihr braucht, ist natürlich eine Tomate. Bei mir ist das die Ida Gold, eine Buschtomate. Ein Stück Pappe, das habe ich von meiner Knäckebrotpackung übergehabt. Und ein feinmaschiges Sieb. Immer eine zum Naschen. Und die anderen, die kommen jetzt in das Sieb. Sind wenig kennen zu sehen, aber ich versuche mal mein Glück. Jetzt werden die ausgedrückt. Aber mit einer Hand ist das gerade ein bisschen schwierig. Ich hätte mal mein Stativ mitnehmen sollen. Aber also das kriegt ihr mit zwei Händen natürlich leichter und schneller hin. Also da könnt ihr sehen. So, also könnt ihr den Clipper rausdrücken. Ich mache das jetzt mal alleine weiter. Mit Handy ist das schwierig. Dann etwas durchspülen, den Clipper entfernen. Den könnt ihr so mit den Fingern ganz leicht überall durchdrücken, dann werden die Kerne und der Glibber wird jetzt getrennt. Das könnt ihr machen. Ich zeige mal das Ergebnis. So sieht das jetzt bei mir aus. Viel mehr ist nicht mehr über. Jetzt könnt ihr das sehen. Ich habe das einmal aufs Brett gepackt und jetzt kommt der Clou, wie ich finde. Aber habe ich auch nur zufällig rausgefunden. Jetzt nehme ich immer ein so ein Korn und lasse das übers Brett gleiten. Seht ihr das?
Das geht weg. Es bleibt am Finger und ich kann es hier drüben auf die Pappe packen. Da. Und da kann das jetzt fröhlich vor sich hin trocknen. Das mache ich mit den anderen auch. So ein bisschen über die. Jetzt habe ich aber zwei erwischt gerade. Aber guck, der Kleber ist schon ab. Da ist wieder einer auf dem Finger, rüber auf die Pappe und so weiter und so fort. Die Ida Gold, die Buschtomate. Es geht auch anders, könnt ihr sehen, dass die Golden Currant ging trotzdem fix, auch wenn zu viele sind. Und wenn die dann trocken sind, hier kann ich es einmal zeigen mit dem Spachtel. Das klebt nicht groß fest, größtenteils ist das locker. Ne? So könnt ihr die dann zusammensammeln und ja, sucht euch Pappe aus, die irgendwie einen Knick hat und dann könnt ihr das auch ganz leicht hier in diese Tütchen umfüllen, wenn ihr das auch so macht. Also ihr seht, das geht echt ganz einfach. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was näher bringen, konnte euch bereichern, inspirieren vielleicht. Ja, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, tut das bitte. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ich habe noch viel mehr zu zeigen als Thema Tomate. Beispiel mein letzter Gartenrundgang. Da könnt ihr sehen, welche Richtung das ansonsten geht, falls ihr neu seid. Ansonsten würde ich mich natürlich über eine Bewertung des Videos freuen. Wir sehen uns bald wieder und ich sage danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars. Und ich bin raus. Bin raus.